Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Anna-Sophie, bin Interior-Designerin und ich zeige dir heute, welche 5 Fehler du bei deiner Einrichtung vermeiden solltest. Bevor es weitergeht, hier nochmal kurz die Info, du kannst gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zum Thema Einrichtungen, Tutorials und Makeovers zu verpassen. Der erste Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest, ist, einen zu kleinen Teppich auszuwählen. Diesen Fehler sehe ich sehr häufig, denn Teppiche sind ziemlich teuer und deswegen sparen viele Leute an dieser Stelle, aber das solltest du am besten nicht machen, denn wenn du einen zu kleinen Teppich auswählst, kann es passieren, dass deine Möbel im Raum schweben und nicht so richtig verankert sind und dadurch auch die Proportionen in deinem Raum nicht wirklich gut zueinander passen. Manche Innenarchitekten layern auch Teppiche übereinander. Das bedeutet, sie nehmen zum Beispiel einen ganz großen Teppich, den sie über verschiedene Bereiche quasi in der Wohnung drüberlegen und dann suchen sie sich kleinere Teppiche aus, die sie dann obendrauf layern und so gezielt die Wohnung in verschiedene Bereiche unterteilen. Wenn du nicht genügend Budget hast für einen großen Teppich, dann würde ich dir empfehlen, Folgendes zu machen. Und zwar misst du den maximalen Abstand zwischen deiner Couch und deinen zum Beispiel 2 Sesseln und suchst dir eine Teppichgröße aus, die zumindest so groß ist, dass jeweils ein Bein von deinem Sofa und deinen Sesseln auf diesem Teppich drauf sind, sodass der Teppich als Verbindungsstück zwischen den Elementen funktioniert. Für dieses Video habe ich mir überlegt, dass ich dir die 5 Fehler anhand von einem Kundenprojekt von mir zeigen möchte. Ich werde dir anhand von diesem Beispiel Schritt für Schritt zeigen, wie du mit der Behebung von diesen 5 Fehlern ein komplett anderes Raumgefühl erzeugen kannst. Es geht um ein Schlafzimmer, wie du hier auf den Fotos schon erkennen kannst. Und auf der linken Seite siehst du den Vorherzustand und auf der rechten Seite den Nachherzustand. Natürlich haben wir auch noch andere Sachen geändert, außer den Teppich, aber es geht jetzt im ersten Schritt erstmal um den ersten Fehler und das ist ein zu kleiner Teppich, beziehungsweise in dem Fall gar kein Teppich. Wie du auf dem Nachher-Foto erkennen kannst, haben wir uns für einen großen Teppich entschieden und dadurch wird das Bett als eigener Bereich nochmal abgegrenzt und alles wirkt viel gemütlicher. Wie du auf diesem Foto sehen kannst, haben wir auch Teppiche gelayert und haben noch einen kleinen Teppich oben drüber auf den großen Teppich gelegt, der für kuschelig warme Füße sorgt. Der zweite Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest, sind zu kurze Vorhänge. Oftmals sehe ich in Wohnungen, dass Vorhänge nur bis zum Fensterbrett gehen. Das ist aber nicht so günstig, da dadurch die Wand in 2 Blöcke unterteilt wird und der Raum insgesamt kleiner wirkt. Lange Vorhänge dagegen wirken sehr luxuriös und können den Raum optisch noch in die Länge ziehen. Manchmal sehe ich auch, dass gar keine Vorhänge aufgehangen wurden. Dadurch wirkt der Raum aber sehr kühl und nicht wirklich einladend. Wer Angst vor Dunkelheit hat, kann auch weiße Leinenvorhänge benutzen. Die filtern das Licht und tauchen den Raum in eine schöne Atmosphäre. Hier kommt wieder unser kleines Beispiel. Auf der linken Seite siehst du das schon fertig tapezierte Schlafzimmer. Die Vorhänge gehen jedoch nur bis zum Fensterbrett. Dadurch wird die Wand optisch in 2 Abschnitte unterteilt und der Raum wirkt abgehakt. Auf der rechten Seite dagegen lassen die langen Vorhänge den großen Raum richtig schön zur Geltung kommen. Alles wirkt sehr luxuriös und stimmig und der Raum strahlt Gemütlichkeit aus. Den dritten Fehler habe ich zu matchy-matchy genannt. Darunter verstehe ich, dass quasi Möbelstücke von einer Linie ausgewählt wurden. Zum Beispiel gerade fürs Schlafzimmer gibt es oftmals von verschiedenen Einrichtungshäusern fertige Möbelkomplexe für das Bett, für die Kommoden, für den Kleiderschrank. Und die bestehen dann alle aus dem gleichen Holz oder dem gleichen Material. Und dadurch wirkt es einfach zu sehr gewollt, dass alles stimmig zusammenpasst. Und das sorgt oft dafür, dass der Raum sehr monoton wirkt und nicht wirklich ansprechend oder gemütlich. Eine Möglichkeit hier wäre zum Beispiel, gezielt ein Möbelstück auszuwählen und das mit Absicht anders zu gestalten. Zum Beispiel in einem dunkleren Holzton oder ein weißes Möbelstück mit zu integrieren. Denn verschiedene Materialien, Textilien, Farben, Muster, Formen machen einen Raum erst so richtig interessant. Die Schlafzimmermöbel wurden vor einigen Jahren zusammen in einem Möbelhaus gekauft.
Deswegen sehen alle Möbelstücke gleich aus und dadurch wirkt der Raum recht langweilig und eintönig. Die Wandfarbe verstärkt dieses Gefühl noch mehr, da alles Ton in Ton ist. Da wir möglichst viele Möbelstücke behalten wollten, haben wir uns entschlossen, nur ein Möbelstück auszutauschen. Und zwar die Kommode. Wir haben die bewusst in einem Weißton gewählt und das macht den Raum insgesamt wieder viel interessanter und gibt ihm das besondere Etwas. Auch die Tapete kommt durch die Kommode viel besser zum Vorschein. Fehler Nummer 4 ist, dass zu wenig Stauraum eingeplant wurde. Wenn du nicht von Anfang an in dein Konzept einplanst, wie viel Stauraum du benötigst, kann es passieren, dass du im Nachhinein noch Möbelstücke kaufen musst, um zusätzlichen Stauraum zu generieren, oder du viel offen verstauen musst. Das ist meistens nicht so gut, da wir Menschen ein bestimmtes Reizniveau haben und wenn dieses Reizniveau übertroffen wird, muss das Gehirn verschiedene Anpassungen vornehmen und dadurch kann es von uns als stressig wahrgenommen werden, wenn zu viel rumsteht. Auf der anderen Seite ist ein zu niedriges Reizniveau auch nicht gut, da auch hier unser Gehirn entgegenregeln muss. Finde also für dich die richtige Balance aus genug Reizen, aber nicht zu vielen, um gut in deiner Wohnung entspannen zu können. In unserem Beispielprojekt wurde von Anfang an schon genügend Stauraum eingeplant. Deswegen haben wir lediglich ein bisschen ausgemistet. Trotzdem möchte ich hier noch mal kurz den Effekt zeigen, denn wie man sieht in dem Vorher-Foto ist alles auf den Schränken oben verteilt und dadurch hat man vor allem vom Bett aus keine angenehme Sicht auf den Schrank. Im aktuellen Zustand haben wir alles weggeräumt, dadurch wirkt der Raum viel cleaner, ordentlicher und man kann sich entspannt abends zur Ruhe setzen. Der fünfte und letzte Fehler ist die falsche Position der Möbel. Bevor du deine Wohnung einrichtest, solltest du dir Gedanken machen, wo du deine Möbel hinstellen möchtest. Oftmals denken wir müssen sie immer direkt an die Wand schieben, damit wir möglichst viel Platz im Raum haben. Das muss aber nicht immer die beste Lösung sein. Du kannst Möbel auch mitten in den Raum stellen und dadurch Bereiche in den Räumen kreieren. Vor allem in großen Räumen macht das Sinn. Hier kannst du zum Beispiel dein Sofa auch in die Mitte des Raumes stellen und durch einen Raumtrenner, wie zum Beispiel eine Kommode, den Sofabereich von dem Essbereich abtrennen. Wenn du dein Sofa in der Mitte des Raumes platzierst, solltest du auf jeden Fall einen Teppich darunter legen, damit dieser Bereich klar abgegrenzt ist. Wenn du dir nicht sicher bist, zeichne den Grundriss deines Raumes auf ein Blatt Papier, schneide die Möbel in der passenden Größe aus und diese kannst du dann hin und her schieben, bis du zufrieden mit dem Ergebnis bist. Abschließend möchte ich jetzt nochmal unser Beispiel heranziehen. Da unser Beispiel ein Schlafzimmer ist, möchte ich hier nochmal kurz über die Position der Möbel sprechen. Am ansprechendsten sieht es aus, wenn das Bett frei im Raum steht. Damit meine ich, dass es von beiden Seiten begehbar ist. Das ist sowohl praktisch als auch stylisch. Zum Schluss möchte ich hier nochmal zeigen, wie sehr wir den Raum in seiner Stimmung und in seinem Aussehen verändert haben. Der Raum wirkt nun stimmig und entspannt, perfekt zum Abschalten nach einem stressigen Tag. Das waren die 5 Fehler, auch wenn Geschmäcker natürlich verschieden sind, die ich am häufigsten bei meinen Kunden bisher gesehen habe. Und immer wenn wir einen dieser Fehler behoben haben, hat das oftmals zu einem ganz anderen Raumgefühl geführt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gib dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du die gerne unten in die Kommentare schreiben. Oder du findest auch weitere Tipps auf meiner Webseite, die ist unten in der Infobox verlinkt. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.